Wasser, das Lebenselixier. Frisch und rein. Seit mehr als 600 Jahren schätzen die Menschen auf der Schwäbischen Alb dieses Geschenk der Natur, das wir seit Jahrhunderten für sie abfüllen. Göppinger Mineralwasser. Frisch vom Fuße der Schwäbischen Alb. Der äußerst gut gelaunte neue Chefcoach von Frisch auf Göppingen, Hartmut Meierhofer, und sein kompletter Profikader werden für die ersten Autogramme der kommenden Saison fürstlich entlohnt. Zum Saisonstart gibt's für Torhüter Primož Prost und seine Mannschaftskameraden samt Trainer und Betreuerteam nämlich am Dienstagnachmittag ein komplettes Paket bzw. eine komplett gepackte Sporttasche voll mit Trainings- und Freizeitbekleidung vom neuen Teamausstatter. Nicht ganz CE-konform ist da allerdings zunächst das Outfit von Krešimir Kozina. Der Kreisläufer ist im Fußball-WM-Fieber und unterstützt optisch seine kickenden kroatischen Landsleute. Okay, so ein wenig bohrt er damit natürlich auch in den Wunden der Frischhoff-Kollegen aus Deutschland und Dänemark, deren Teams ja inzwischen alle bereits ausgeschieden sind. So, jetzt aber Schluss mit dem Fußball. Ab sofort liegt der Fokus in Göppingen wieder auf dem Handballsport. Schließlich ist am gestrigen Dienstag mit der Materialausgabe und dem anschließenden ersten Training der offizielle Auftakt erfolgt in eine rund sechswöchige intensive Saisonvorbereitung. Ja, wir haben uns auf der Geschäftsstelle getroffen, haben ein paar grundlegende Dinge geklärt, aber die Jungs haben einen guten Eindruck gemacht, sie haben gut erholt ausgesehen und ich glaube, wir freuen uns alle drauf, dass es losgeht. Wir sind alle sehr heiß für die neue Saison. Die Erwartungen sind natürlich auch groß und ich kann nur sagen, ich freue mich und ich sehe auch, die ganze Mannschaft freut sich und ich hoffe, wir machen das gut. In den ersten Einheiten werden der gesamte Frischaufkader inklusive Neuzugänge ganz schön ins Schwitzen kommen. Der komplette Juli wird kräftezehrend. Bis hin zum abschließenden Trainingslager im Schwarzwald Ende Juli, Anfang August stehen neben zahlreichen Testpartien auch noch Kraft und Kondition als Schwerpunkt auf dem Trainingsplan. Wir werden natürlich die ersten drei Wochen, bevor es dann ins Trainingslager geht, viel im athletischen Bereich arbeiten. Und da sind natürlich auch viele, viele Laufeinheiten, viele Krafteinheiten, werden aber immer wieder auch noch den Ball mit dazu nehmen. Also es wird ein guter Mix sein. Ein guter Mix, von dem vor allem die Neuzugänge profitieren sollen. Nemanja Selenovic, Ivan Sliskovic, Tim Sörensen und Josip Peric heißen die Neuen, die Coach Hartmut Meierhofer ins Team integrieren muss bzw. darf. Umso wichtiger sind deshalb auch die drei Testspiele und die beiden Turnierteilnahmen in den kommenden zweieinhalb Wochen. Das sind jetzt die Testspiele in den ersten Wochen, die wirklich hart mit auch mit Training sein werden und das ist mehr, dass wir ein bisschen zusammen, sich zusammenfinden als, würde ich sagen, ziemlich neue Mannschaft und ja, ich glaube, hier ist noch der Resultat nicht, dass das Wichtigste, sondern dass wir gut, glaube ich, zusammenwachsen. Wenn Sie sehen wollen, inwieweit bzw. wie schnell dies dem Meierhofer-Team gelingt, dann können Sie sich erstmals beim Test- und Freundschaftsspiel der Frischhoff-Profis bei der SG Lauterstein am nächsten Mittwochabend selbst live davon ein Bild machen. Das Premierenspiel von Hartmut Meierhofer auf der Frischhoff-Bank wird um 19:30 Uhr in der Lautersteiner Kreuzberghalle angepfiffen.